So, im dritten Video zur Chemistry-Reihe soll es nun wirklich darum gehen, dass Sie Ihre eigenen Teilchen erstellen und diese sich bewegen lassen. Das Video wird jetzt schon wesentlich länger, da wir so viele Einstellungen vornehmen können, dass ich eben bestimmte Dinge ansprechen muss. Wir fangen erstmal ganz einfach an. Ich würde Ihnen raten, dass Sie dieses Informations- und Anleitungsvideo eben zwischendurch mal anhalten, um das nachzuvollziehen, was ich vorstelle. Sie können dann natürlich auch selber ein bisschen herumprobieren und eine andere Einstellung vornehmen und schauen, was dann passiert. Ja, fangen wir erstmal an. Wenn ich zum Beispiel ein Teilchen zeichnen will, dann geht das alles über dieses Menü Objekt und da steht zum Beispiel der Punkt Draw. Da ist aber kein Teilchen zur Auswahl. Warum? Weil ich noch kein Teilchen selber definiert habe. Es gibt also keine vordefinierten Teilchen. Es gibt nur verschiedene Typen von Objekten. Und dazu gehört unter anderem eben der Typ Molekül. Das Molekül natürlich auf Englisch. So, Molekül hört sich so an, als ob ich hier zusammengesetzte Teilchen habe, die aus mehreren Atomen bestehen. Es gibt hier aber nicht Moleküle in dem Sinne, dass da mehrere Teilchen zusammenhängen, sondern ich habe immer nur einzelne runde Teilchen. Und diese runde Teilchen werden Molekül genannt, weil sie eben quasi eine Vereinfachung natürlich für ein komplizierteres Molekül darstellen. So, mit dem Fenster, das ich jetzt hier geöffnet bekomme, kann ich verschiedene Dinge einstellen, wie zum Beispiel den Namen. Molekül 1 heißt es jetzt erstmal, für einen Anfang brauchen wir das nicht. Wir können es natürlich später benennen, wenn wir mehrere dann haben. Dann gibt es hier noch physikalische Eigenschaften. Da gibt es einmal die Masse und den Radius. Das Ganze ist wieder in Nanometer angegeben. Hier steht AMU. Ich glaube, das ist die Atomic Mass Unit, also das, was wir üblicherweise von Atommassen kennen. Auch hier wiederum gilt, wie bei der Temperatur des Systems, im Grunde genommen spielt es keine so große Rolle, was ich da habe. Es muss passen. Natürlich hat die Masse schon eine Auswirkung, nämlich ein schwereres Teilchen sinkt zum Beispiel schneller nach unten als ein leichteres. Das ist aber natürlich nur dann der Fall, wenn ich die Gravitation angeschaltet habe. Wenn ich verschiedene schwere Teilchen habe, dann spielt das natürlich auch eine Rolle, weil ein leichtes Teilchen ein schweres Teilchen nicht so stark beeinflusst wie ein viel schwereres zum Beispiel. Ich denke, Radius ist soweit klar. Hier kann man also die Größe des Teilchens einstellen. Ein bisschen größer oder wesentlich kleiner. Gut, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Man macht es eben so, wie man es will. Hier zur Darstellung. Farbe von der Füllung oder von der Linie kann man so einstellen, wie man will. Mein Ratschlag ist, gut, diese Farbkombination ist vielleicht ein bisschen grell, kriegt man so ein bisschen Augenschmerzen. Ich würde vor allem raten, nicht zu versuchen, die Farben so zu verwenden, dass man sagt, okay, Schwefel ist gelb, Wasserteilchen sind blau. Das ist ja auch gar nicht der Fall, sondern bei der Farbwahl geht es eigentlich nur darum, zwischen verschiedenen Arten von Teilchen zu unterscheiden. Und von daher wähle ich meistens Farben, die sich eben deutlich unterscheiden. Es sei denn, ich habe eine bestimmte Absicht, dass die halt sehr ähnlich sind. Oder vielleicht auch so genau die gleichen, ja, weil ich ein bisschen tricksen will. So, das reicht soweit, wir können das erstmal lassen und dann noch später einstellen. So, wenn ich jetzt diese Molekülteilchen erstellt habe, so kann ich die dann zeichnen und ich habe jetzt im Prinzip meine erste Auswahl an Objekten, die ich stellen kann. Bevor ich zeichnen kann, werde ich noch gefragt, was soll denn mein Teilchen für Eigenschaften haben? Da gibt es eben zwei Dinge, die eingestellt werden müssen. Einmal die Initial Speeds, also das heißt die Geschwindigkeit, die ich am Anfang habe, und die Initial Direction, also die Startrichtung. Soll das Teilchen in eine bestimmte Richtung wegfliegen oder in eine beliebige Richtung? So, da habe ich Systemtemperatur im Prinzip, die ist jetzt in diesem Fall 100 Grad. Ich kann aber auch eine andere Temperatur angeben, dass die Teilchen zum Beispiel wärmer sind, also wärmer sozusagen wärmer sind und sich deshalb schneller bewegen.
oder eine bestimmte vorgegebene Geschwindigkeit. Im Prinzip kann man sich das auch aussuchen, wie man es halt passend haben will. Zufällig als Richtung ist, denke ich, für eine normale Teilchensimulation ganz sinnvoll und dann kann ich anfangen zu malen. So, jetzt kann ich hier also mein Teilchen malen, zum Beispiel indem ich einzelne Klick vollführe. Und da passiert erstmal noch nichts, weil ich sozusagen noch im Zeichenmodus bin. Die Simulation startet, wenn ich da drauf drücke. Die Bewegung ist jetzt nicht sehr schnell. Es hängt im Prinzip naja, mit der Temperatur von 100 Kelvin an. Ist halt nicht so, dass das Ganze dann sehr schnell geht. So, wie man gerade gesehen hat, verschwinden die Teilchen. Wenn ich sie irgendwo an den Rand zeichne, sind sie dann irgendwann halt mal schneller verschwunden oder auch in der Mitte verschwinden sie. So, das ist natürlich nicht wirklich der Sinn der Sache, es sei denn, ich will das halt eben zeigen. Deshalb halte ich zunächst mal die Simulation an. Hier rechts hängt noch am Rand ein einzelnes Teilchen. Ich sage jetzt nicht Molekül, sondern eben Teilchen. Wenn ich das löschen will, dann kann ich das zum Beispiel machen, indem ich hier die Zeichenfunktionalität, die noch eingestellt ist, entferne durch Escape und es dann anklicke. Und dann kann ich es eben nicht nur verschieben, sondern auch zum Beispiel mit der Entferntaste löschen. So, damit meine Teilchen nicht verschwinden, brauche ich eine Wand. Und dazu muss ich wieder einen neuen Typ von Objekt erstellen, und zwar ein Wall. Ich denke, das ist klar, dass diese zwei Dinge, die vorne stehen, eben die wichtigsten am Anfang sind. So, bei der Wand Wall gibt es ein paar wichtige Einstellungen und da werden wir uns auf jeden Fall auch noch mit beschäftigen, wie sich das auswirkt. Hier habe ich Temperatur used in thermal interactions und zwar geht es darum, dass hier eine bestimmte Temperatur einstellen kann. Die Teilchen haben ja eine bestimmte Bewegungsenergie, die im Zusammenhang mit der Temperatur in der Umgebung steht. Und die Umgebung, von der die Teilchen die Energie aufnehmen können, ist im Wesentlichen eigentlich, wenn sie mit der Wand zusammenstoßen. Davon können sie Energie aufnehmen. Und diese Energie, die die Wand enthält und auch an die Teilchen weitergeben kann, ist entweder die Systemtemperatur oder zum Beispiel irgendeine andere. Das Interessante ist, dass ich die dann auch mit einem Schieberegler zum Beispiel später verändern kann, um etwas zu kühlen oder eben zum Beispiel auch eine Heizplatte oder eine Heizplatte zu erstellen. Hier geht Interaction of the Molecules with this Wall, das heißt, wie reagieren die miteinander? Entweder thermal, dann wird im Prinzip das hier oben benutzt, also das heißt, die Temperatur der Wand wird auf die Teilchen übertragen, oder einfach elastisch, das bedeutet dann, dass einfach die Teilchen reflektiert werden wie in einem Spiegel, also das heißt, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel zum Beispiel. Die Zeicheneinstellung, ich denke, das ist soweit klar. Linienfarbe, Dicke und so weiter, da braucht man nichts ändern. Das kann man auch alles nachträglich ändern. Wir haben jetzt mal gerade das hier eingestellt. Das war jetzt mit. Und wenn ich jetzt eine Wand erstellt habe, kann ich diese auch nutzen oder ein Typ Wand erstellt habe. So, und man sieht, wenn ich die Maus bewege, dass ich eben hier dieses Gitter habe. Und dann kann ich dann zum Beispiel einen Bereich zeichnen. Ich muss jedes Mal klicken für jede Linie am Anfang und am Ende. Wenn ich mich verzeichne, kann ich das auch nachträglich ändern. Wie beim Molekül entfernen, muss ich hier diese Zeicheneigenschaft entfernen oder wegnehmen, indem ich Escape drücke. Und dann könnte ich zum Beispiel das hier hoch oder runter setzen, also jeweils eine Ecke. Ich glaube, man kann auch die ganze Wand verschieben, wenn man in der Mitte angreift. So, in diesem Bereich, der jetzt abgegrenzt ist, wo die Teilchen also nicht durchfliegen, kann ich jetzt meine Teilchen einzeichnen. Also wähle ich wieder aus Molecule und kann lasse so wie es ist und kann dann wieder einzelne Teilchen erstellen. Und wenn die gegen die Wand stoßen, dann werden sie eben davon einfach reflektiert. Das sieht man hier,
die werden einfach zurückgeworfen. Ich kann übrigens, während die Simulation läuft, auch neue Teilchen ergänzen. Ich kann sogar eine große Menge an Teilchen erstellen, indem ich die linke Maustaste drücke und gedrückt halte und dann so eine Art Bereich aufziehe, in dem dann ganz viele Teilchen vorhanden sind. So, das Ganze sieht jetzt relativ langweilig aus, weil ich eben mit einer Temperatur von 100 Kelvin eben nicht so eine große Bewegung drin habe. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ach, ändern wir mal Systemeigenschaften und können wir dann hier hingehen und zum Beispiel mal auf 500 das Ganze einstellen. So, es tut sich gerade gar nichts. Das ist ja dann immer noch ein bisschen langweilig und man fragt sich, na, was ist da passiert? Warum ändert sich denn die Geschwindigkeit der Teilchen nicht? Der Grund ist die Einstellung meiner Wand. Und die Einstellung der Wände oder der einzelnen Objekte kann ich auch nachträglich verändern, allerdings nicht, wenn die Simulation läuft. Ich muss also die Simulation anhalten und kann dann zum Beispiel die Einstellung der Wand ändern. Nämlich, ich hatte gesagt, ich habe einen elastischen Stoß, das heißt, die werden einfach wieder zurückgestoßen. Wenn ich will, dass diese Teilchen von der Wand Energie aufnehmen, und die Wand hat ja die Systemtemperatur, dann muss ich sagen, dass ich eine thermale Interaktion habe. Und wenn ich jetzt die Simulation laufen lasse, sieht man, dass zwei Sachen sind. Zum einen, die Teilchen werden meistens beschleunigt, wenn sie an die Wand anstoßen. Und sie werden auch nicht mehr so einfach reflektiert im Sinne Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. So, und mit Hilfe der Wand bekommen die Teilchen also Energie. Das System spielt da jetzt zunächst mal scheinbar keine Rolle. Außer, dass eben die Systemtemperatur der Temperatur der Wand entspricht. Das ist übrigens eine andere Situation, wenn ich jetzt hier mal die Teilchen lösche. Das kann ich also einfach machen, indem ich den Bereich markiere und entfernen drücke und nochmal neu zeichne. Dann ist es ja so, dass die Teilchen am Anfang, so wie es hier eingestellt ist, die Systemtemperatur entsprechen. Und wenn ich jetzt zeichne, haben die Teilchen von Anfang an gleich eine Temperatur von 500 Grad oder sie haben so viel Energie, wie die Systemtemperatur von 500 Grad entspricht. Deshalb bewegen sie sich von Anfang an wesentlich schneller, als es nach Umstellung auf 500 Grad mit den zuerst gezeichneten Teilchen war. So, ja, so ein bisschen schneller sind die Teilchen natürlich in Bewegung. Man könnte natürlich gucken, was ist, wenn ich die Temperatur hochstelle. Mir geht es jetzt aber eher darum, dass ich mal die Temperatur wieder verringere. Wo haben wir es hier? Auf 100 Grad mal. 100 Kelvin. So, eigentlich ist es ja zu erwarten, wenn die Teilchen so langsam sind. Und man sieht auch direkt, dass die schnellere Bewegung von einzelnen Teilchen, wenn sie an die Wand stoßen, abgebremst wird, weil die äußere Wand ja kälter ist. Die dann gleich langsamer werden. So, was man ja eigentlich erwarten sollte, ist, wenn die Teilchen sich nicht mehr so schnell bewegen, ist, dass sie sich gegenseitig anziehen und auch nach unten sinken. Das ist ja das, was man erwartet, wenn zum Beispiel ein Stoff flüssig wird, dass er sich zusammenklumpt zu Tröpfchen oder wenn er sogar fest wird, dass er eben sich ordentlich anordnet. Das ist jetzt hier überhaupt noch nicht der Fall. Und von der Bewegung sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es möglich ist. Der Grund ist, erstens mal, das nach unten sinken passiert deshalb nicht, weil ich die Gravitation nicht eingestellt habe. Das kann ich ja über Systemeigenschaften machen. Ich glaube, ich brauche so ungefähr einen Wert von 1000 erstmal. Also wir probieren das gerade mal ein bisschen aus. Es passiert noch nicht so wirklich viel. Die Teilchen sind immer noch schnell genug in Bewegung. Wir können das aber nachher vielleicht nochmal auch anpassen. Ich brauche aber vor allem eben die Anziehung der Teilchen untereinander. Und da passiert ja eigentlich gar nichts. Sie stoßen sich einfach voneinander ab, als ob sie sich einfach gar nicht
füreinander interessieren. Und diese Einstellung, die muss ich an anderer Stelle vornehmen, und zwar nicht bei den Objekten selber, sondern unter Interactions, und dazu muss ich aber wieder die Simulation anhalten. Hier. Ja, man stellt sich die Frage, warum brauche ich einen extra Dialog? Ich könnte doch einfach bei den Teilchen sagen, ihr zieht euch untereinander so und so an. Nun ist es natürlich so, dass ich nicht immer nur eine Art von Teilchen habe, wie mein Molekül 1 hier, sondern vielleicht auch mal andere. Und da kann ich natürlich nicht sagen, wie bei einem Molekül das ist, sondern dann hatte ich eben verschiedene Objekte, wie die beim Zusammentreffen sich verhalten. So, und hier gibt es bei der Interaktion, also zwischen diesen zwei Teilchen, nämlich Molekül 1 und Molekül 1, verschiedene Möglichkeiten. Und zwar gibt es hier 4 zur Auswahl. Das einmal ist 0. 0, was das bedeutet, steht hier unten alles drin beschrieben. Das heißt, sie tun nicht interagieren, sie fliegen quasi durcheinander durch. Als ob sie gar nicht wissen, dass da was anderes ist. Was wir eben hatten, ist hard. Currently active steht da auch. Das bedeutet, wie wir eben gesehen haben, dass sie wie mit einem harten Stoß aufeinander treffen, prallen und wieder voneinander zurückprallen. Der Winkel ergibt sich aus der Bewegung der Teilchen und so weiter. Dritter Punkt ist reactive. Das bedeutet, es kann eine Reaktion stattfinden. Es kann eben zum Beispiel passieren, dass zwei Teilchen, wenn sie mit ausreichender Geschwindigkeit aufeinandertreffen, ein anderes Teilchen bilden sollen. Wenn ich das machen will, müsste ich hier diese Selection aktiv machen, diese Auswahl also aktivieren, und dann wird das passieren. Mich interessiert aber eine Anziehung, das ist eben dieser letzte Punkt, Leonard Jones Interaction. So, und wenn ich das anwähle, bekomme ich einen kleinen Dialog mit 4 verschiedenen Werten, die sich ziemlich kompliziert lesen. Und ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich da die richtigen Informationen zusammen hat. Und das, was ich gelernt habe, beziehungsweise gefunden habe an Informationen, habe ich ebenfalls im Wikichemie Digital auf der Seite zu SimChemistry zusammengefasst. Hier sind nochmal die Möglichkeiten und hier steht auch das, was ich schon gerade gesagt habe. Und hier ist eben dieses Leonard-Jones-Interaktionen. Dazu ein Zitat aus Wikipedia, was Leonard Jones ist. Wenn man das mal gerade durchliest, ist es im Prinzip vor allem eine Vereinfachung, mit der die Wechselwirkung zwischen nicht geladenen Teilchen und nicht chemisch aneinander gebundenen Atomen beschrieben wird. Also dient der Simulation dazu. Es kommen dann 4 Werte vor. Das sind diese hier, der englische Name mit der entsprechenden Übersetzung. Und passend dazu habe ich hier so eine Zeichnung gefunden, in der ich diese 4 Werte quasi eingezeichnet habe. So, was bedeuten die? Also, da haben wir einmal Equilibrium Separation, sowas wie eine Art Gleichgewichtszustand. Im Prinzip stelle ich damit ein, in welcher Entfernung quasi ein Gleichgewichtszustand entstehen kann. Das ist vor allem dann interessant, wenn die Teilchen sich halt anziehen und ich quasi den Stoff, aus dem diese Teilchen, die ich da gezeichnet habe, bestehen, wenn er in festen Zustand übergeht. Also, wie groß ist die Entfernung? Nächster Punkt ist Potential Well Depth, das heißt die Tiefe der Potentialmulde, das heißt, wie tief geht das hier nach unten. Diese Potentialtiefe hat was damit zu tun, wie stark die Anziehung ist. Ich habe so ein bisschen rumprobiert und die Erfahrung gemacht, dass 1 sehr schwach ist. Ich glaube, das ist auch die Voreinstellung, wenn man es anschaltet. 10 ist schon ziemlich stark und 50 ist sehr stark. Also das heißt, die Teilchen ziehen sich direkt an und können sich kaum voneinander wegbewegen. Dann gibt es noch 2 sogenannte Cut-off-Werte, einmal Cut-off-Distance und Cut-off-Potential-Energy. Im Prinzip geht es darum, vor allem, dass die Simulation vereinfacht wird. Es ist ja so, dass wenn man jetzt zum Beispiel hier auf der X-Achse habe ich die Entfernung der 2 Teilchen und je weiter die Teilchen voneinander entfernt sind,
desto weniger interagieren sie miteinander. Also ich habe zum Beispiel weniger Anziehung. Und um die Simulation zu vereinfachen, gibt es eine bestimmte Entfernung, bei denen quasi nicht mehr darauf geachtet wird, was mit den anderen Teilchen in der Umgebung ist, ob da andere Teilchen sind oder nicht. Und das gleiche eben bei der Cut-off-Energy nach oben hin, wenn die Teilchen zu nah sind. Ich glaube, das würde dazu führen, dass die Teilchen eventuell auch ein bisschen zu sehr rumzappeln. Ich habe hier einen Wert vorgeschlagen, mit dem ich ein bisschen rumprobiert habe. So, das heißt, wenn ich die Anziehung einstellen will, muss ich das im Wesentlichen hier bei der Tiefe der Potentialmulde machen und könnte zum Beispiel mal so etwas wie 7 oder so verwenden. Nicht ganz so stark, aber auch nicht zu schwach. So, das muss ich zweimal bestätigen. Und wenn jetzt das Ganze läuft, dann sieht man, dass die Teilchen zueinander finden. Sie bewegen sich immer mehr umeinander herum. Was man allerdings auch sieht, ist, dass die Gravitationskraft hier nicht wirklich wirkt und die Teilchen eben nicht nach unten gehen. Das heißt, ich müsste hier die Gravitationskraft noch ein bisschen erhöhen, zum Beispiel mal auf 10.000. Und da sieht man, dass die Teilchen dann doch langsam so ein bisschen eher nach unten fallen. Hier gilt es dann doch so ein bisschen mal herumzuprobieren. Und man sollte das Ganze eben so anpassen, dass es für einen selber passt. Also jetzt sind die Teilchen doch eher unten. Wie man diese Gravitationskraft auch noch ein bisschen beeinflussen kann, ist über die Eigenschaften der Teilchen, über die Masse. Ich muss die Simulation zum Verändern der Eigenschaft hier anhalten. Und wenn ich zum Beispiel eine Masse von 40 nehme, sind die Teilchen schwerer. Das heißt, sie werden eben stärker von der Gravitationskraft beeinflusst und sollten deshalb schneller oder stärker nach unten gehen. So, ne, wir haben jetzt hier sowas Ähnliches wie einen Flüssigkeitstropfen. Die Gravitationskraft ist eher noch immer zu gering. Da muss man sich ein bisschen anpassen und gucken, was sinnvoll ist. Eventuell ist ja vielleicht auch sinnvoll, ein paar mehr Teilchen. Ja, wenn man die jetzt nah beieinander zeichnet, sieht man, dass sie eigentlich fast einen Feststoff bilden, diese Teilchen. Und eben auch nach unten gehen. Und das Schöne ist, ich muss mich eben wirklich nicht darum kümmern, dass ich da irgendwas verändere, sondern die Teilchen bewegen sich einfach von alleine, gehen alleine in ihre Position rein. Ich würde ehrlich gesagt die Gravitationskraft oder die Masse noch ein bisschen erhöhen, damit die also zuverlässig unten bleiben und nicht immer so ein bisschen rumhüpfen. Das kommt einem dann so ein bisschen komisch vor. Mal 100.000, ich weiß nicht, was der maximale Wert ist. Na. So, und dann sieht man, dass sich das schon natürlich stärker absetzt. So, und jetzt könnte ich an der Stelle eben natürlich zeigen, dass diese Teilchenanordnung, die jetzt ja relativ stabil ist, wie es eben bei einem Stoff im festen Zustand der Fall ist, dass das sich eben verändert, wenn die Temperatur erhöht wird. Und da könnte ich dann zum Beispiel eben mal auf 300 erhöhen. Da sieht man, dass die Bewegung der Teilchen immer stärker wird. Ja, die Ordnung wird zunehmend durchbrochen. Hier ist sie zum Beispiel nicht immer so deutlich. Und dann kann man natürlich die Temperaturen entsprechend noch weiter erhöhen. Ups, das war ein falsches Symbol. Ich muss daran denken, dass die Teilchen ja erstmal hier mit meiner Wand in Kontakt kommen müssen, dass sie eben die Energie der Wand abbekommen, damit des Systems. Ja, hier einzelne Teilchen, die schon rausschweben.
je nachdem, was ich eben darstellen will, muss ich jetzt meine ganzen Einstellungen anpassen. Also die Gravitationskraft, wie schnell sinken die Teilchen nach unten. Einzelne Teilchen, die zum Beispiel mal aus Versehen nach oben rausfliegen, sollten eigentlich durchaus auch wegfliegen können. Das heißt, ich würde zum Beispiel die Gravitationskraft nicht zu hoch einstellen, sodass einzelne Teilchen eben scheinbar aufgrund der Gravitation auch wieder angezogen werden, nach unten gezogen werden, oder dass die Einstellung, die Anziehung der Teilchen nicht so groß ist, dass ein Teilchen, das weiter weg ist, als wenn es gerade auf dem Weg weg ist, dass es wieder nach unten angezogen ist. Da muss man eben tatsächlich mal ein bisschen ausprobieren, welche Einstellung sinnvoll ist. Verwenden Sie zum Beispiel auch fertige Simulationen und gucken Sie, wie da die Einstellungen sind. Man kann diese fertigen Simulationen dann ja auch anpassen, indem man andere Teilchen erstellt, die Größe der Teilchen verändert, die Wände, wie man es halt braucht. Also ich glaube, hier ist die Gravitation schon ein bisschen zu hoch eingestellt, weil die Teilchen so aussehen, als ob sie wieder runterfallen gleich. So, machen gerade nochmal, um zu sehen, was da der Effekt ist, wenn das eben ein bisschen wärmer ist. Nicht 1500 Grad, ich bin mir nicht sicher, ob das geht. 1000, okay, ist der größte Wert. Aber wie gesagt, das ist kein absoluter Wert, so darf man das nicht sehen, sondern eher ein Verhältniswert. Na, bei 1000 Kelvin in dem System sind die Teilchen schon in Bewegung. Hier finde ich zum Beispiel, dass die Teilchen sich zu stark anziehen. Wenn ich so eine hohe Geschwindigkeit und eine hohe Temperatur habe, dürfen die sich nicht so stark anziehen. Man müsste also die Anziehung ein bisschen reduzieren. Das war ja hier unter Interactions, Edit Details. Also zum Beispiel mal auf 5 oder 4. Man muss es halt anpassen. Ja, bei der Einstellung sieht das doch schon wesentlich besser aus. Die Teilchen ziehen sich zwar untereinander an. Hier gilt es also, das Ganze ein bisschen einzustellen. Was vielleicht auch sinnvoll ist, ist gerade, wenn man eben einen gasförmigen Stoff simulieren will, ist, dass man, nicht zu viele Teilchen hat. Also wenn ich einen gasförmigen Stoff simulieren will, muss ich so viele Teilchen rausnehmen, dass sich die Teilchen auch wirklich verteilen können. Sonst kann ich nicht sagen, die haben einen großen Abstand. Eventuell ist es sinnvoll, sich vielleicht einen Simulationsbereich vorzubereiten, der sogar etwas höher als breit ist, dass zum einen Platz ist nach oben hin, dass die Teilchen sich bewegen können, aber unten sie auch zusammenkommen, quasi zu einem gemeinsamen Stück festen Stoff. Ja, das ist so eine erste Idee. Im Prinzip sollten Sie jetzt mal ein bisschen ausprobieren, herumprobieren mit verschiedenen Einstellungen. Vorgeben, was die idealen Werte sind, kann man nicht. Das hängt eben davon ab, was erreicht werden soll. Hier gilt es wahrscheinlich so ein bisschen Fummelarbeit erstmal durchzuführen. Man muss einfach mal sehen, was so die sinnvollen Einstellungen für die verschiedenen Möglichkeiten sind. Und ja, und dann eben das genau zu bekommen, was man will. Für die erste Simulation reicht es, denke ich, auch.